dich. Servus. Hi, servus. Hey Guido. Ja. Hi Guido. Grüß. Ich habe mir schon ein Mikro. Ich habe das Auto heute schon, also er fällt dermaßen auf. Ich bin heute vom Hotel in der Früh hier zur Motorwerk gefahren und dann stand er an der Seite, an der Straße in so einer Parkbucht drin. Naja, das ist so geil. Das ist so geil. Das Ding ist richtig hübsch. Das war vorher mal eine graue Maus. Ja, ja. Der Mini ist ja eigentlich grundsätzlich jetzt mittlerweile eine graue Maus, aber ja, ist nur also, aber schon bunte Minis dazu. Das ist fein. Super. Nee, also bitte. Erst auch mal danke für die weite Anreise, weil es sind ja um die 400 Kilometer von dir gewesen. Waren sogar mehr. Ich komme ja aus Dortmund, also Nähe Dortmund, das waren schon über 500 Kilometer. Oh, war um die 500, ja, okay. Nicht so schlimm, alles gut. Okay. Nee, also wir freuen uns total. Also das Fahrzeug könnt ihr übrigens auch auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Da gibt es auch ein spezielles Video von dem guten Mini. Und ich finde die Farbkombination, wie gesagt, einfach sensationell. Die Polierung in Verbindung mit den rot-schwarzen Barracuda-Schocksfelgen in 18 Zoll auf dem alten Mini. Vierloch. Wohlgemerkt, da gibt es ja auch nicht allzu viele 18-Zoll-Felgen. Ein geniales Rad auf jeden Fall. Dann haben wir, glaube ich, eine Tieferlegung von einem Gewindefahrer, von ST, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. ST. Ja, genau. Ja, ja. Seitenschweller sind die Serie eigentlich? Das ist Serie, ja, das ist der John Cooper Works, der hat das Serie. Okay, der hat das Serie, ja. Und dann heißt es, okay, Folierung, dann haben wir, was haben wir denn noch? Unter der Folierung habe ich noch so ein Wabenmuster. Ja, das sieht man, ist nur so ein 3D-Effekt an so verschiedenen Stellen. Okay, also praktisch bevor die Folierung draufkam, kamen die Waben richtig, drunter. Ja. Ja, okay. Das Fahrzeug ist einfach stimmig, es ist super. Ne? Also auch ein sehr beliebtes Fahrzeug, ich sag mal. Und vor allem, wenn ich den Zustand so anschaue, das sieht aus wie aus dem Laden raus. Ne? Also, hat schon seine Beine. Ja, aber du liebst das Fahrzeug, das sieht man. Ja, gell, du liebst das Fahrzeug, auf jeden Fall. Ne? Also das Baujahr 2009. Ja. Also 13 Jahre, ne? Und ja, ist schon. Wie viele Kilometer hat er runter? Nee, 130.000. Wir haben ein bisschen zeitlich hinterher, aber das ist nicht immer. Also wirklich sagen, ne? Im Innenraum irgendwas verändert? Ja, andere Sitze. Andere Sitze? Diese Recaro CS-Sitze mit dem John Cooper Works-Logo drin. Okay, okay. Das ist aber Serie, glaube ich. Die hast du dann von dem anderen gerne? Die sind so, also nicht Serie, die sind als Sonderausstattung dann. Genau, aber es läuft unter Original Mini sozusagen. Unter Original Mini, ja. Dann ein anderes Sportlenkrad, unten abgeflacht. Okay, ja. Ja, ja. Ja, sonst cool. So hin und wieder mal so ein paar kleine Carbon-Teile, außen und innen. Nee, also wirklich mega, mega. Ja, also wo ich das Auto, wir haben dich ja über Insta, habe ich mal einen Post gesehen, habe ich dich angeschrieben. Genau, richtig. Und habe ich gesagt, ey, das Auto, da müssen wir unbedingt ein Video machen. Also unbedingt, schaut in den YouTube-Kanal rein. Cooles Fahrzeug, außergewöhnlich. Und ja, ich finde es immer erstaunlich und so toll, dass die Leute, sag mal, jetzt gerade mit den 500 Kilometer Anreise, es sind ja letztendlich nur ein paar Minuten. Ich hoffe, du konntest den Tag draußen genießen. War sehr cool hier, also tolle Autos, tolle Location, also war das erste Mal hier. Ja. Wunderbar. Ja. Wetter passt jetzt auch noch. Ja, wir haben Glück gehabt. Glück gehabt. Kein auf Tropfen jeden Fall. Von oben eigentlich. Wunderbar, ne? ja. Nee, super. Okay, Guido, sage ich vielen herzlichen Dank. Ja, kein Thema. Eine bleibende Erinnerung. Ja. Internet vergisst nicht, sprich, ab morgen ist es auch der komplette Stream online. Da kannst du immer wieder und immer wieder deinen Auftritt hier bei uns anschauen. Wunderbar, ich freue mich drauf. Vielen Alles klar. Dank. Ne? Dankeschön. Ciao. Ja, tschüsschen.